Eine Erntekrone für den Landrat. Zum zweiten Mal brachten Landwirte stellvertretend im Namen vom Kreisland-Volkverband Vechta dem Landrat Herbert Winkel eine Erntekrone ins Kreishaus. Dann schauen wir doch jetzt mal zu, wie lange das Aufhängen dauert. Zeit für ein Pressefoto muss zwischendurch aber auch sein. Also das Gestell, das ist aus Metall, das haben wir mal einmal fertigen lassen. Und das geht eigentlich reihum. Also letztes Jahr war Barkum 1 dafür zuständig. Dieses Jahr ist es weitergegangen an Barkum 2, sprich um Lüsche quasi, um Raimund Ellmann. Ja, und da der Herr Winkel immer sehr interessiert ist, wie es um die Landwirtschaft im Landkreis Vechta steht, sind wir auf die Idee gekommen, einen Termin zu vereinbaren, wo wir halt eine Krone aufhängen und dann quasi die Ernte des Jahres dann zu besprechen. Ein wenig weiter nach rechts oder doch lieber weiter nach links. Die Entscheidung fällt nicht leicht. Die Erntekrone wird schließlich für einige Zeit den Haupteingang vom Kreishaus schmücken. Also erstens interessiere ich mich dafür, obwohl ich selber nicht aus der Landwirtschaft komme, sondern eher ein Stadtkind bin. Aber über das wichtige Thema Landwirtschaft und die Bedeutung, die es für den Landkreis Vechta hat, ist für mich selbstverständlich, dass ich mich auch informiere. Das gilt einerseits für den Milchpreis aktuell oder mal für den Schweinepreis oder wie ist die Ernte ausgefallen. Und deswegen braucht man ja auch dieses Wissen so ein bisschen, um mit der Landwirtschaft da noch sprechen zu können. Die Landwirtschaft ist traditionell ja auch sehr wichtig für den Landkreis Vechta. Unser Wohlstand rührt letztendlich daher. Alles andere oder vieles andere hat da aufgebaut. Und deswegen freuen wir uns auf den regen Austausch, den wir dann über die Themen, die Landwirtschaft auch gerade betreffen, führen können. Nach knapp 5 Minuten ist die Erntekrone an der richtigen Stelle. Jetzt nur noch schnell festknoten. Das Ding ist nämlich ganz schön schwer.